abgefackelt, hat fein geprasselt. Ich hab mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Pisser hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten. Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Kopper. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich hab nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Hab aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stimmt's? Viel Glück!
Sei gegrüßt. Ein Hexer? Hast du die Nachricht gelesen? Wegen des Brunnens? Brunnen? Das höre ich zum ersten Mal. Gibt es ein Problem? Ja, darin spukt es. Schon seit über 20 Jahren. 20? Warum hängt ihr dann jetzt erst eine Bekanntmachung aus? Weil wir unser Wasser bisher aus dem Fluss geholt haben. Aber seit der Schlacht treiben so viele Leichen darin, dass er verseucht ist. Meine Tochter Hanni ist furchtbar krank davon geworden. Sie behält nichts mehr bei sich und es geht ihr immer schlechter. Die Kräuterfrau meint, dass man Fieber durch Trinken bekämpft. Nicht von Bier oder Wein, sondern von klarem Wasser. Woher soll ich das nehmen, wenn nicht aus dem Brunnen? Aber daraus muss erst der Geist vertrieben werden. Der lässt keinen rankommen. Dieser Geist, beschreibe ihn mir. Tja, er ist furchterregend. Schrecklich. Ich meinte, wie sieht er aus? Er sieht aus wie eine Frau. Direkt aus dem Grab. Mit einem schmutzigen Kleid, lauter Lumpen. Die Haut hängt von den Knochen und sie heult, als ob sie leiden würde. Eine Erscheinung. Oder vielleicht ein Alb. Wenn du sie nicht verjagst, Meister, wenn du nichts tust, bringt sie meine Tochter um. Ich habe Mitleid, aber das ist doch mein Beruf. Reden wir über meine Belohnung. Stimmt was mit der Bezahlung nicht? Gut, dann ist das geklärt. Das klingt ernst. Ich glaube nicht, dass ich das so schnell hinkriege. Ich komme wieder, wenn ich mehr Zeit habe. Schlaf, Kind, schlaf. Der Schlaf, der macht dich stark. Sie hat Fieber, Ohnmachtsanfälle. Ihr geht es schlecht, Meister, sehr schlecht. Thank you.
lassen meinen Magen verrückt spielen. Ausgebohrte Hölle und Schlangen. Nee, nee. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Suchst du Ärger? Kaust du die oder schluckst du die ganz runter? Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verhört. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ein echter Vedimin. Meine Brüder werden mir das niemals glauben.
schöpfen oder nicht? Wir müssen unsere Suppe mit irgendwas kochen. Aber Tosley sagt, er würde... Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Sicher oder nicht? Wer weiß das schon? Willst du lieber zum Brunnen in Hüttel gehen? Nee, im Leben. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Die Spur führt wieder ins Dorf. Suchst du Ärger? Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Ertrunkenen Clown. Das muss er sein. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles. Oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Ganz ruhig, komm jetzt. Ich muss mich entschuldigen. Nee, wir sammeln Schnecken. Oh, das wird die Luft etwas abkühlen. Das wird die Luft etwas abkühlen. Oh, das wird die Luft etwas abkühlen. Hat die Alte eigentlich die Wäsche abgenommen? Zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Los, aufwachen. Was ist los?
Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Nap? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort. Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Hertha konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mache dir gute Preise. Ein wiederkehrender Kunde. Willkommen. Was brauchst du diesmal? Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Ich möchte, dass du mir etwas anfertigst. Leb wohl. Wenn's weiter so wie es werden alle meine Kinder.
Agentin Ategane. Hat er eigentlich die Wäsche abgenommen? Dich, Nordling. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen.
Los, lauf! Kaiser wird uns führen, geradewegs nach